Before the war, making money was not only Salomon Sorovich's business, but his art. Until his luck ran out. Der Dollar. Now, in the darkest days of World War II, Saleh must attempt the greatest forgery of all time, counterfeiting millions in Allied currency for the most diabolical regime in history. They'll die if they fail, but success will not guarantee their survival. Das ist so unglaublich, was geschehen ist. Das kann man nicht glauben, ein normaler Mensch. In April 1945 kam ich aus dem Konzentrationslager Birkenau. Das war einer der schlimmsten Konzentrationslager von Nazi-Deutschland. Als Fachmann, als Buchdrucker, kam ich nach Berlin. Von Berlin sind wir weitergefahren auf einen ganz kleinen Bahnhof, Oranienburg. Und von dort kamen wir, verbrachten uns nach Sachsenhausen. In Sachsenhausen waren zwei Blöcke, dieser Block 18 und 19. Und dort haben die Sicherheitsdienst der SS eingerichtet eine Geldfälscherwerkstatt. Operation Bernhard. Wir fälschen hier Geld in ganz großem Stil. Ausweise, Dokumente, Banknoten. Alles auf dem neuesten technischen Stand. Also ihr wisst schon, dass hier werdet ihr arbeiten an der Produktion der englischen Fundnoten. Außerdem machen wir Pässe für England, für Amerika, für gegen die Russen und so weiter. Wenn ihr werdet gut arbeiten, dann wird unser Endsieg euch belohnen. Wir werden euch auch Villen aufbauen nach dem Endsieg. Ihr werdet alles haben. Nur eins kann ich euch nie geben, die Freiheit. Das, was ihr hier tut, ist das größte Geheimnis. Und das darf nie verraten werden. Was ist mit dir los? Bist du ein bisschen faul? Das ist hier kein Erholungsheim. Als die Russen waren schon nur 1400 Kilometer von Berlin entfernt, kam der Befehl und man hat uns alle aufgeladen mit den Maschinen, liquidiert Sachsenhausen und gebracht nach Österreich, das heißt in den Alpen. Und dort haben am Ende die SS-Leute das Geld versenkt, die Kisten mit dem Geld versenkt in Toplitzsee. Diese Fundnote ist gelegen im Wasser bis Jahre 2000 von 1945. Und wie schön dieser Druck noch ist, weil das handgeschäftetes Papier. Wir wussten nur eine einzige Sache. Wir sind jetzt auf Urlaub gegenüber den anderen Konzentrationslagern, aber Tote auf Urlaub. Wir haben nie damit gerechnet, von dieser Geheimsache lebendig herauszukommen. Based on the true story. It takes a clever man to make money. It takes a genius to stay alive. The Counterfeiters.